Jetzt geht's auf einmal. Okay. Dann ab nach oben. Gegen die Killer-Embryos. Okay. Hier kommt doch gleich. Du gesagt, hier kommt noch was. Da kommt noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Es gibt ja die Massenparty. Gesagt, hier gibt's eine Massenparty. Hey! Moin! Na, was geht mit dir? Stasestation. Ah, I see. So. Kennen wir ja schon das Schema. Und hier haben wir eine Speicherstation. Wir hatten... Dann speichere ich hier mal unten. Ich will gleich nochmal hier nachgucken. Ich weiß nämlich nicht, wie spät das ist. Wenn ich hier eine Uhr anlege, irgendwie hatten wir 37, 10 Minuten. Okay. Ich habe Angst, was da. Lufttimer. Okay. Ah, okay. Oh, wie geil. Scheiße. Das ist jetzt mal cool. Das interessiert mich gerade gar nicht. Problem ist, ich weiß halt nicht, wie... Kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Warte mal. Ich will da noch mal eben rein. Aber cool gemacht. Also ich kenne mich ja mit dem Dead Space Universum gar nicht aus. Wie gesagt, sehr cool gemacht. Die Tür kann zugehen. Oh nee.
Okay. Ich guck mich mal eben kurz um. Ich darf bloß die Orientierung nicht verlieren. Also da müssen wir rüber. Das müssen wir aktivieren. Dann haben wir die Schwerkraft losgemacht. In dem Fall würde ich sagen, dann steht hier irgendwas auf und dann kommt irgendwas raus. Würde ich behaupten. Zero-Sprung. Ich habe bloß keine Ahnung. Missionsherr blinkt rot, wenn sie nicht... Hä? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Eieiei. Aber für Leute, die ein bisschen... Naja. Ey, du kannst ja wieder stehen. Na? Ja, gut. So. Völlig losgelöst von der Erde. Ah, den kennt, glaube ich, keiner mehr. Aber das ist derbe geil. Das macht mal derbe Spaß. Nur, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Ah ja, ich bin jetzt hier und muss jetzt... Woran springen? Das ist geil, ey. Ist das geil. So, mal ganz kurz B drücken. Da müssen wir hin. Okay. Ende der Schwerelosigkeit. Danke. Das war aber geil. Aber noch ganz nette Typen da drin. Aber das war geil gemacht. Ja, jeder, der jetzt denken kann. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzuziehen. Ja. Schwester, und ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Ja. Und da kommen ja gleich 100 Millionen Stück raus. Da haben wir ein kleines, ne? Ich finde klein immer doof. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Nein! Ah, ich hab gefailt. Okay, warte mal. So. So. Ah, gut. So geht's auch. Eintritt Schwerelosigkeit.
So. Okay. Ich find's gerade genial. Tritt Schwerelosigkeit. Wow. Da fliegt doch mal so ein Arm. Ich weiß zum Bleistift, warte, dass wir sowas halt derbe geil. Wir haben hier gar keine Leiche mehr. Das ist suboptimal, aber zum Beispiel so machen können. Keine Ahnung, ob das richtig war, ob das falsch war. Okay, springen wir mal erstmal wieder an die Decke. Würde ich sagen. Zack! Das finde ich so derbe geil. Das finde ich richtig derbe geil. Weil es bringt einfach mal eine richtig. Also. Ah, jetzt geht's nicht. Also nur im Dings. Okay. 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 Wir laden erstmal nach, weil definitiv kommt da gleich noch was. Ich habe mir das jetzt irgendwie schwerer vorgestellt. Na, speicher mal und beende hier die Folge ganz kackenreich. ja, dann nehmen wir mal wieder. Ja, nehmen wir das hier. Komm. Und ich würde sagen, warte, ich komme mal auf die Uhr. Wir haben noch keine 10 Minuten gespielt, oder? Wir haben über 10 Minuten gespielt. Wir haben genau 20 Minuten erreicht. Cool. So, ich würde sagen, bis dann, ne? Das war's für die Folge. Bis dann, ne? Haut da rein und Cheerio, ne?